Heute ist mein Nachbar Rolf zu Besuch. Hallo, grüß dich, Steffi. Er will mir zeigen, wie man Elektrosmog entgegenwirken kann. Das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt, denn oft fühle ich mich müde und erschöpft. Setz dich bitte, fangen wir hier an, oder? Ja, prima. Ja, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Ein ESD, Helio heißt das. Und zwar ist das, um Elektrosmog, die Dissonanz, zu harmonisieren. Unser Nervensystem nimmt das alles auf, was jetzt aus dem Computer kommt. Wollen wir mal so eine Messung machen, damit du einfach mal siehst, wie ist der Unterschied? Ist der Computer schon an? Der Computer ist jetzt nicht an. Dann machen wir den mal an. Jetzt ist er an. Genau, und dann ruhig mal ins Internet gehen, weil das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt... Rolf baut sein Messgerät auf und ich bin gespannt auf das Ergebnis. Also du hältst das praktisch... Ich habe eine Sonde in der Hand und Rolf misst den Energiefluss, der durch meinen Körper fließt. Und ich messe durch deinen Körper durch und kalibriert den Wert auf 80, damit man einen Normwert sieht. So. Auf 80 haben wir kalibriert, jetzt hast du 40. Jetzt ist der Nervenwert noch auf 10, man hört es auch am Ton. Da kommt ja fast nichts mehr raus, bleib mal dran. Und der Kreislaufwert, also der Mittelfinger... Der ist auch nur bei 10. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Computer solch einen Einfluss auf unser biologisches System hat. Das heißt, wir können nicht immer den Schalter ausmachen, weil wir diese Abhängigkeiten einfach haben. Aber wir können die Dinger entstören, die Disharmonie entstören. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir das jetzt mal drauflegen... Durch seine natürlichen Elemente kann das Helio dem Energieverlust durch Elektrosmog entgegenwirken. Die Energiewerte normalisieren sich. Bei 90. Und schon fließt die Energie wieder durch. Super. Und das ist das Entscheidende. Dann messen wir vor einer Steckdose. Denn selbst die Leitung in der Wand hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und dann reduziert das auf 40. Es geht sogar auf 30 runter beim zweiten Mal. Ja, so. Und das sind alles ganz massiv elektrisch geladene Störfelder. Alle elektrischen Geräte ziehen irgendwo Energie weg. Das ganze Werkzeug, die ganzen Beruflich bin ich viel mit dem Auto unterwegs und wenn ich ankomme, dann bin ich richtig müde. Und auch hier hat Rolf eine Lösung. Rolf entstört mein Auto mit dem Helio. Was sagst du jetzt? Weiß es nicht. Ne? Ist doch klasse, oder? Das ist super. Ja. Ne? Man muss ja fit sein. Ganz genau. Fernseher reingeschaut oder in den Computer reingeschaut oder im Auto gesessen. Und zum Schluss erklärt er mir das Ganze nochmal sehr anschaulich anhand eines Diagramms. Sondern du hast nur eine Messstrecke gehabt von 10 auf der Skala. Das heißt, du bist um 70 reduziert worden. Ne? Das heißt, du hast ein winziges Dreieck an Energien zu diesem Verhältnis. Ne? Das heißt, du hast den Elefanten nicht mehr nur noch die Maus. Ne? Ganz einfach als Energie zur Verfügung. Ne? Macht dieses kleine Aggregat, das Helio, was wir jetzt überall eingebaut haben, macht dann eben diese natürliche Strahlung wieder mit den Elementen, die da sind. Diese ganz normale Ordnung.